Saisonziel ist relativ einfach, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Der erste FC Magdeburg startete am 9. Juni in die Vorbereitung für die anstehende Saison in der zweiten Bundesliga. Nachdem 9 Spieler den Verein am Ende der vergangenen Spielzeit verließen, gab es in den letzten Tagen 8 Neuverpflichtungen sowie 3 Rückkehrer. Vorerst steht damit der Kader fest. Was die Kadergröße anbelangt, die ist relativ groß. Es kann auch durchaus sein, dass der eine oder andere Spieler, der wenig Spielpraxis in der Vergangenheit auch bekommen hat, sich vielleicht auch umorientieren will. Aber wir gehen jetzt mal von diesem Kader aus. Und natürlich weiß ich, dass Christian auch noch die eine oder andere Nuance im Kader sieht. Und da wollen wir auch dran gehen und da schauen, wie weit sich das realisieren lässt. Cheftrainer Christian Tietz hat schon eine genaue Vorstellung, wie sich die Mannschaft auf dem Platz präsentieren soll. Eine starke Defensive ist dafür die Grundlage. Grundsätzlich wollen wir uns immer weiterentwickeln. Und es hat ja auch gezeigt, wie wir uns auf dem Transferfenster bewegt haben, dass jetzt unsere oberste Prämisse war, in der hinteren Reihe auch uns Spieler zu verpflichten, von denen wir uns einen Qualitätssprung erhoffen. Allerdings ist es so, dass wir unser Spiel durchsetzen wollen. Und unser Spiel heißt, dass wir schon auch versuchen wollen, Gegner anzulaufen, dass wir mit dem Pressing antreten wollen, dass wir versuchen wollen, unsere eigene Spielanlage, die wir eröffnen, von hinten heraus mitbringen wollen. Insgesamt wollen wir in vielen Bereichen versuchen zuzulegen. Bleibt nur noch die Frage, wie es um die beiden Spieler Barish Artig und Amara Kondé steht. Ottmar Schork gibt ein eindeutiges Signal. Ich kann Ihnen vergewissern, dass Barish Artig und Amara Kondé sich sehr auf die neue Saison freuen, mit unserer Truppe zusammenzuarbeiten und den nächsten Schritt mit uns in der zweiten Liga zu gehen. Am 2. Juli trifft der FCM in der Vorbereitung zu Hause auf den 1. FC Union Berlin. Für Tietz und seine Mannschaft wird es die Generalprobe gegen einen starken Gegner. Wir haben bewusst, wollen wir zum Schluss der Vorbereitungssaison Gegner wählen, die uns auch fordern, wo wir auf eine Qualität treffen, wo wir wissen, wir müssen andere Laufbereiche rein, wir wissen, der Gegner kann uns auch bespielen. Wir sind froh, dass wir mit Union Berlin eine Mannschaft treffen, die eine hohe Qualität hat, die allerdings auch eine Mannschaft ist, die beide spielen kann, die sowohl einen Gegner auch mal bespielt, aber die auch aus der Tiefe kommt. Das ist für uns ein sehr interessanter, wichtiger Test zu dem Zeitpunkt. In der Vorbereitung trifft der 1. FC Magdeburg außerdem auf Grün-Weiß Ilsenburg und im Trainingslager auf den BSV Rheden.